Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3 Reforged in der letzten Folge. Ab jetzt meine Lieblingsfolge. Nicht wegen dem Gameplay, nicht wegen der Story, nein, weil wir in der letzten Folge Lord Garitas endlich niedermetzeln durften. Ah, nachdem wir ihn spielen konnten. Und ja, das fand ich geil. Dementsprechend war es die geilste Mission im ganzen Spiel, weil das war einer der Typen, auf den ich am meisten Hass hatte. Wirklich, so einen Hass. Ich meine, okay, war schon mies, den quasi so auszunutzen und ihm was anzulügen, aber mein Gott, er hat's verdient. So, und jetzt machen wir weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt bei Arthas weitermachen, weil die Geschichte von Jaina ist jetzt eigentlich vorbei. Der gehört jetzt Lordaeron und ja, sie nennt sich jetzt mit dem Schreckenslord zusammen die Verlassenen. Ich bin mal gespannt, ob es da noch weitergeht, ob es da noch mehr gibt oder ob das jetzt war. Wenn es das es war, dann war es das. Wenn nicht, werden wir es erfahren, denn wir werden auf diesem Kanal, in diesem Let's Play, die gesamte Story durchspielen, bis zur letzten Mission. Wir machen weiter mit dem nächsten Kapitel. Und, was? Kapitel 7, Teil 1. Das gab es davon noch nie. Hinein in die Schattengespinsthöhlen, oh oh. Im selben Augenblick marschieren König Arthas, allein der Name, und Anubarak in North End in die dunklen und vergessenen Hallen von Azjol-Nerub ein. Das hört sich gar nicht gut an. Und vor allem, weil es mehrere Teile sind jetzt. Wir marschieren schon seit Stunden. Wir müssen schneller machen. Der Lichtkönig ist ohne uns schutzlos. Ich habe viele meiner Krieger in Eiskrone gelassen, bevor ich mich auf die Suche nach euch machte, Todesritter. Sie werden die Stellung halten, solange sie können. Sagt mir, wo ist euer Volk? Sollten hier nicht Neruba sein? Zumindest Untote? Das habe ich mich selbst schon gefragt. Etwas muss sie alle vertrieben haben. Das waren wir, ihr verfaulten Mistkerle. Wir beobachten euch schon die ganze Zeit. Muradins Zwerge? Unmöglich. Bleibt denn überhaupt niemand mehr tot? Wir ziehen durch dieses trostlose Land, seit ihr Muradin getötet und uns hier verrotten lassen habt, Arthas. Unser Anführer Belgun hat uns in diese Ruinenstadt gebracht, damit wir überleben. Aber euch lassen wir keinesfalls herein. Wir haben keine Zeit für diese Spielchen. Saffiron, Angriff! Wow! Stimmt, den haben wir befreit. Geil! Oh ja! Gut gemacht, mächtiger Saffiron. Ich wünschte, wir könnten euch mitnehmen, doch die dunklen Erdtiefen sind kein Ort für euch. Oh Mann. Die Zeit des Lichtkönigs wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Ach schade, wir haben die nicht mehr. Schade. Der war schon nur 15. Also um eins kurz zu sagen. Wir haben Muradin nicht getötet. Nein, das war Frostborn. Wir wussten nicht, dass er stirbt. Also wir haben ihn nicht getötet. Wenn schon, denn schon. Wollen wir es auch richtig bestellen, ne? Ich warte. Sprecht, Dummkopf. Fleischwand will ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Vorsicht. Niemand. Hä? Was für ein Scheiß. Und jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Kann man nicht kann man nicht so Zielort angreifen? Einen Humpen für jeden erledigten Ghoul. Also für die, die sich wissen, ein Humpen ist ein Bier. Endlich. Vorsicht. Humpen? Sagt man das heutzutage so? Das ist schon besser. Ich wusste gar nicht, dass man das damals schon gesagt hat. Endlich. Oder gab es das damals schon? Ich bin mir hier nicht mehr sicher. Zündet die Ladungen! Sprengt die Brücke, bevor sie sich überqueren! Nein! Haltet sie auf, bevor sie... Das war für Muradin! Jetzt gibt es keinen Weg mehr hinüber! Junge, ich hab den Scheiß... Es gibt andere Wege durch das Labyrinth, Todesritter.
Wir finden schon einen. Statt einfach rüber zu springen, weißt du? Junge, wir haben Muradin nicht getötet. Endlose Peine erwartet euch. Was ist es diesmal? What the fuck? Wie soll ich denn so schnell... Niemand erteilt mir Befehle. Ah. Ey Mann, wie stark ist das Scheißding, ey? Von wegen 9 bis 12, ey. Vorsicht. Das ist schon besser. Scheiß Kuhle, ey. Ja, wie soll ich jetzt... Endlich. Wie soll ich das denn holen? Endlich. Also manchmal wirklich, ganz ehrlich. Ah, endlich. Ja, das, vielleicht soll ich das Ding nicht absprengen. Ich werde das Ding so wegknallen. Ich habe nämlich keine Lust dabei, ein Fetzen gerissen zu werden. Wir vielleicht verstehen. Oh, Gold. Müssen. Wir sollten es mitnehmen. Ja, Gold ist immer gut. Das ist schon oh, optionale besser. Quest. Dankeschön. Ah, endlich. Dafür sind die Freifahren okay. Für alles andere will ich sie nicht haben. Vorsicht. Ich hab keine Totenbeschwörer, die ich da benutzen kann. Oh, ne, Ruhe. Waren das nicht unsere Freunde? Sprecht, Dummkopf. Eure Pein wird ohne. Warum greifen die uns an? Niemand erteilt mir Befehle. Das müssen doch meine Verbündeten sein, ey. Verdammte Scheiße. Ich versteh's nicht. Verräter. Jetzt werdet ihr leiden. Feiger Verräter. Ja, Vorsicht. Verstehe ich nicht ganz. Jetzt, Frostgraben. Oh, eure Pein wird ohnegleichen sein. Sprecht, Dummkopf. Ah, das finde ich cool. Coole Idee. Niemand erteilt was? Mir Befehl. Du noch schon wo 5? Diese Neruba gehören doch zu what euch. The fuck? Warum sind sie uns gegenüber so feindselig? Viele von uns sind im Krieg der Spinne gefallen und wurden erweckt, um dem Lichtkönig zu dienen. Diese Krieger jedoch sind niemals gestorben. Sie kämpfen törichterweise immer noch, um Nerub von der Geißel zu befreien. Eure Pein wird ohne. Warum mach ich das nochmal, diese ganzen scheiß Spinnenbeutel? Frostgram hat Hunger. Mehr Gold. Das könnte uns später nützen. Ja, vielleicht. Das ist schon besser. Ist schon möglich. Endlich. Jetzt werdet ihr leiden. Da ist die Falltür, der Hebel dafür. Ich wollte schon Falltür sagen. Jetzt, Frostgram. Dankeschön. Ah, endlich. Ja, aber soll ich mal so langsam eurem Fleischwagen hinterherkommen? Sprecht, Dummkopf. So, was haben wir denn hier stehen? Das sieht wie ein altes Silo aus. Es ist eine Sackgasse, Anubarak. Irgendwo muss ein geheimer Durchgang sein. Während unserer Blüte waren wir in der Ruhe geschickte Baumeister. Recht? So sieht die gar nicht aus. By the way, der Sprecher, der hat krasse Arbeit geleistet. Ich frage mich, wie er das gemacht hat, so zu sprechen. Ah, endlich. Ist hier irgendein geheimer Weg? Ja, natürlich gibt es einen. Besser. Die Frage ist nur, wo? Und vor allem, wie man da durchkommt. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Endlich. Irgendwo hier. Mal was nachgucken. Was das hier auch gibt. Nee, schade. Dadurch kann man nämlich seine schon Kraft angucken. Wie gut man gerade ist, aber nee. Oh, guckt mal an. Endlose Pein erwartet euch. Ah. Dies ist eine uralte nerubische Ortzelle. In solchen Kammern haben wir den Großteil unserer Schätze aufbewahrt. Der Durchgang zu den unteren Tiefen liegt hinter diesem Raum. Großartig. Wenn wir schon hier sind, können wir auch ein paar Sachen mitnehmen. Ja, warum nicht? Jetzt, Frostgram. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Irgendwas drin hier? Natürlich nicht. Doch, hier Gold. Ah, endlich. Mehr Gold.
Nehmt so viel ihr tragen könnt. Ja, selbst Arthas mag Gold. Ich glaube, Gold mögen alle. Frage nur, wie zur Hölle. Frostgram hat Hunger. Ja. Oh. Uah! Ein Hinterhalt. Das ist Mana. Niemand erteilt mir Befehle. Lächerlich. Feiger Verräter. Ruhmgewölbe. Da wohnen die drin? Also ich weiß ja nicht. Frostkugel, nice. Vorsicht. Die nimmt ein Nubarak. Zeit fliegt dahin. Finger weg, ihr Bastarde! Dieser Schatz hier gehört den Zwergen. Dieser Schatz gehört dem Lichtkönig Zwerg. Wir nehmen uns als seine Diener, was wir wollen. Ja. Zwerge sind irgendwie in jedem Spiel goldgeil. Pervers. Ja, machst du jetzt mal. Noch irgendwas, was man hier nehmen kann? Gucken wir mal vorher hier. Endlich. Hier kann man noch ran. Jetzt Forstgran. Oh, hab ich ja vergessen. Aber ein Stachelhalter, das ist nicht geil. Oh. Falle. Frostgram hat Hunger. Das tut natürlich weh. Eure Pein wird ohne Gleichen. Das sollte man da vorhin Hebel zerstören. Gott. Das ist schon besser. Das Inventar ist voll. Ja, was nehmen wir denn ab hier? Horn der Wolken. Schon nice. Komm, Rolle des Schutz. Ganz ehrlich, Ring des Schutzes brauchen. Wir brauchen das. Ich kümmere mich darum. Der Stachelhalsband will ich schon haben. Also ein Teufelspirscher, der ist schon krass. Ich diene nur dem. Warum? Weil er 180 Sekunden noch da ist. Frostgram hat Dient nur dem Frostthron, euer. Ah, endlich. Das ist für Muradin, Dreckskerle. Das ist schon besser. Endlich. Seid ihr jetzt einer auf Al-Qaida oder was hier? Vernichtet meinen Arschgeber schon, die ist mir scheißegal. Die kann ich sofort wieder neu machen. Sprecht, Dummkopf. Scheiße. Ich muss hier irgendwie hinkommen, ohne alles zu zerstören, oder? Feiger Verräter. Viel Glück, Kollege. Das ist schon besser. Ihr seid am Arsch, Freunde. Platsch. Frostgram hat Hunger. Finde ich gut. endlich. Macht ja tatsächlich immer noch Spaß. Frostgram also, hat Hunger. Die denken, lassen sich auch immer wieder neue Sachen einfallen. Wer sind sie? Feuer! Alter, guck das mal an, ey. Was der für ein Schaden macht, wie schnell der auch schießt, Alter. Lebenden und die Toten. Rolle des Schutzes. Jetzt oder nie. Er greift ihn jetzt mal an. Das ist doch unglaublich. Koste das Gift von der Rub. Oh. Ihr sollt das scheiß Ding. Was ist das zu fassen? Zweifellos. Jetzt werdet ihr leiden. Was? Wir sind dagegen. Besser. Fast unempfindlich. Oh, wir sind drüben. Frostgram. Wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Verfluchter Untote! Tötet sie alle! Langsam geht ihr mir auf den Sack, wisst ihr das? Endlich. Er schießt alles, was krabbelt oder schlurft. Okay. Ich verziehe die Lebenden und die Toten. Komm halt an den nicht ran. Ich komm nicht ran. Es ist das unglaublich. Die will ich. Aber die Spinnviecher will ich nicht verlieren. Kann die jetzt einer mal den Chaos machen? Ist das denn. Jetzt, Forstgran.
Das ist schon besser. Ihr geht mir sowas von auf den Sack, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Feiger Verräter. Wo? Wieso kommen die da hin? Die ja und ich nicht, ey, ist das denn zu fassen? Endlich. Ganz ehrlich, jetzt gehen nur die beiden Helden dahin, ey. Besser. Kann doch nicht wahr sein. Vorsicht. Was ist es diesmal? Bumm. Frostgram hat Hunger. Ich mag es, wenn es knallt und bummt. Das ist schon zumindest besser. In einem Computerspiel. Normalerweise hasse ich sowas. Ich bin auch kein Freund Eure von Silvester. Also, nichts gegen Silvester, so gegen schöne Farben und alles. Ach, aber sobald es anfängt laut zu rumsen, ist das nicht mehr mein Ding. Ist aber nur laut und nervig. Und sprecht ganz ehrlich, ich habe auf der Arbeit genug Lautes. Frostgram das brauche ich noch mehr. Hunger. Endlich. Und wie komme ich da jetzt lang? Frostgram hat Hunger. Bin verwundbar. Ah, ja, schön. Und jetzt? Frostgram hat Hunger. Ah, guck mal, da ist doch eine Donner. Das ist schon besser. Feiger Verräter. Hm. Ich hab eine Idee. Komm mal ran hier. So. Vorsicht. Frostgram hat Hunger. Ah, endlich. Brauchen wir doch noch unseren Fleischwagen. Wer hätte gedacht, dass der nochmal nützlich ist. Oh, nice, das macht sogar beides. Mana und Leben, da ist er schon. So. So, es ist jetzt zwar das Ding tot, aber das bringt mir herzlich wenig. Weil ich hier nicht durchkomme. Oder kann ich? Nein, kann ich auch nicht. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Jetzt ohne Scheiß. Frostgram hat Hunger. Hier geht's auch nicht weiter, oder? Nee. Ah, endlich. Auch nicht. Nee, jetzt ohne Witz. Wie kommen wir endlich weiter? Ich habe absolut keinen Plan. Ah, endlich. Oh, guck das mal. Ist schon besser. Guck mal. Entweder das ist ein Geheimgang. Ja, Geheimgang. Endlich. Frostgram hat Hunger. Pervers. Die Zeit fliegt dahin. Och Leute, ganz ehrlich. Oh, das pisst Sprecht mich gerade so an. Kopf. Nichts kommt meiner Was Macht ist es diesmal? Gleich. Scheiß enge Gassen, ey. Mir dieses Hin- und Her-Burschen ist so nervig. Vorsicht. Pisst euch jetzt hier, Alter. Ich habe den Ruf vernommen. Zu blöd zum Scheißen, das ist unglaublich. Ich mach mich darum. Ja, ich weiß, ich red mich gerade unnötig auf. Jetzt geht der da lang. Zweifellos. Kann doch nicht zu. Es kann nicht sein. Was ist das diesmal? Ich bin von Idioten umgeben. Vorsicht. Die Zeit fliegt dahin. Von absoluten Idioten. Ich verzehre die Lebenden und die Toten. Ja, so schön und gut. Jetzt habe ich dies zwar, aber. Ja, und jetzt? Bei mir. Wo geht es weiter? Zweifellos. Ich sehe keine Lösung. Ich kümmere mich darum. War ich jetzt hier völlig falsch? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das war eigentlich ein ziemlich deutlicher, offener Sprecht. Weg. Was übersehe ich? Zweifellos. Was übersehe ich? Pervers. Nee, hier ist. Nee, wir waren ja richtig. Hier ist der Übergang. Zweifellos. Was übersehe ich gerade? Ich verzehre die Lebenden. Muss ich hier irgendeine. Oh. Angriff. Ganz ehrlich. Ich kümmere. Ich raste gleich aus. Und ich suche wie ein absoluter Vollidiot. Ah, endlich. Goldmünzen, nice. Komme ich da einmal so ran? Hat Hunger. Natürlich nicht, weil wir Idioten wieder im Weg sind. Ah, endlich. So, alle gefunden. Haben wir die optionale Quest schon abgeschlossen? Endlich. Die sind zum Glück mal oft einfach mega leicht.
Ich erinnere mich an euch, Prinz des Bösen. Ich habe ihn nicht getötet. Ihr habt den armen Muradin getötet. Seid nicht so nachtragend. Ich lasse euch nicht passieren, Verräter. Die jüngsten Beben haben dunkle Wesen unter dem Eis geweckt. Uralte, grässliche Wesen. Wir haben geschworen, sie einzusperren, wo sie sind. Das Risiko gehen wir ein, Zwerg. Ein Balrog? Wir gehen durch diese Tür, ob es euch passt oder nicht. Das erinnert mich gerade sehr an den Balrog von Morgul. Wie hieß er? Balrog von irgendwas. Von Morgram? Keine Ahnung. Ah, endlich. Greifen wir an. Oh, Alter. Zu 10. Was ist das diesmal? Voll der Bestie, Angriff! Wofür haben wir sie? Wow, wow! 1800! Sprecht, Dummkopf! Niemand erteilt mir Befehle! Ja, geschafft! Dummkopf! Wow! Heuschreckenschwarm, geil. Vorsicht. Endlich. Blutschlüssel. Ah, endlich. Nur den Frostthron. Was ist es diesmal? Ich warte noch kurz, dass ich noch einen weiteren Aaskäfer bekomme, bevor ich hier rangehe. Vorsicht. Und gibt's noch irgendwas? Nö, gibt's nicht. Das ist schon besser. Frostgrad, Hunger. Ein Aasgeber bitte noch. Dankeschön. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, habe ich. Keine Sorge. Endlich. Die Gesichtslosen. Ah, endlich. Ich hab doch den Blutschlüssel. Meine Fresse. Endlich. Dann rein da. Das ist schon besser. Also da scheint wohl irgendwas Schreckliches zu sein. Und ich bin sehr gespannt, was es ist. Der Gestank hier drinnen ist schrecklich. Irgendetwas stimmt nicht. Wenn die Geschichte des Zwergs stimmt, kann alles Mögliche in der Dunkelheit auf uns lauern. Diese Treppe führt ins Herz des alten Herumpa-Reiches. Wir müssen vorsichtig sein. Zweifelsohne. Nach euch. Also wenn schon dieser Stufe 10 Zwerg Angst davor hatte, was muss denn da unten sein? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn ihr es wissen wollt. Wir sehen uns dann ja in der nächsten Folge, wenn wir herausfinden, was es da unten so Schreckliches gibt. Wenn ihr es wissen wollt, schaltet gerne wieder ein. Abonniert mich, um keine Folge zu verpassen, und schreibt mir gerne einen netten Kommentar, wie ihr das seht. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob ihr auch der Meinung seid, dass wir Muradin getötet haben oder nicht. Ich bin meiner Meinung, nein, wir haben es in Kauf genommen, dass er getötet wird. Das stimmt, wir haben es in Kauf genommen und uns war es auch relativ wurscht. Aber wir waren es nicht. Das war Frostmourne. Und da hatten wir Frostmourne noch nicht. Wir hatten ihn erst wenige Sekunden später. Kann man sich darüber streiten? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie es genau war, guckt euch gerne mal die Folge an. Das müsste Folge 11 oder so sein. Die Folge heißt Frostmourne, das weiß ich noch. Guckt mal gerne rein und dann sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Walk of the Reforged mit mir in dem Blattwerk. Bis dann, Leute. Haut rein.